Hallo und herzlich willkommen zur Wochenbotschaft. Mein Name ist Franziska und diese Wochenbotschaft geht vom 21. Januar bis zum 27. Januar 24 oder wann immer du dieses Video schaust, denn wenn es dich anspricht, dieser Titel, der oben drin ist, dann weißt du nämlich schon mehr wie ich jetzt. Dann drück drauf, schau es dir an, vielleicht ist eine wichtige Information für dich dabei. In dieser Woche, ihr Lieben, in Kurzfassung geht es darum, dass hier ganz, ganz viel vorangeht. Es geht um Reiseplanung, es geht um Zielplanung, es geht darum, Ziele zu erreichen. Und ich habe hier so viele große Arcana-Karten drinnen. Hier ist definitiv das Universum mit am Start. Hallo und herzlich willkommen jetzt zu deiner Wochenbotschaft. Wir schauen uns das Ganze hier jetzt genauer an mit den Karten Licht und Schatten Tarotkarten von der Chris Ain. Findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox aufgeführt. Und dazu nehme ich auch noch meine eigenen Karten, die schauen so aus. Was kommt da? Das Lachen, jawohl, das nehme ich. Ha, das ist genau hier auch abgebildet, ihr Lieben. Ja, die Sonne ist per se das Glück, das Lachen, der Erfolg. Aber lasst uns mal bei der ersten Karte anfangen. Da kommt der Wagen raus und die Karten kamen zusammen raus. Und ich habe die jetzt einfach mal so hingelegt, dass ihr sie besser sehen könnt, ja. Mit dem Wagen und der 10 der Stäbe ist es eine Energie, dass jetzt was vorangeht für mich. Also die 10 der Stäbe ist ja so diese Belastungskarte, dass du vielleicht auch ein bisschen erschöpft bist, dass hier etwas zu viel ist, eine Überlastung, eine Überforderung. Und aus dieser Überforderung möchtest du raus oder sollst du oder wirst du jetzt rauskommen. Denn der Wagen ist eine sehr schnelle Energie im Tarot, ja, da geht es voran, da geht jetzt etwas in die richtige Richtung. Ich habe den Eindruck, du überwindest hier etwas, was dir lange Zeit auf den Schultern gelegen hat, was lange Zeit eine Belastung war für dich, und der Wagen ist im Übrigen auch ein Siegeszeichen, ja. Was ich genial finde, denn hier ist ein Triumph zu sehen. Vielleicht überwindest du auch ein Hindernis. Und ihr Lieben, das kann auch alles sein. Seht es bitte wieder groß. Es ist eine allgemeine Legung. Es kann Familie, Beruf, Partnerschaft betreffen. Wo auch immer es bei dir zutrifft, entscheidest du ganz alleine, ja. Und wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Dann vielleicht eine der nächsten Wochenbotschaften. Hier überwindest du auf jeden Fall ein großes Hindernis. Es kann aber auch sein, dass du zur Überwindung einer Belastung, eines Hindernisses jetzt irgendetwas bekommst, was dich optimistisch macht, was dir Positivität gibt. Irgendetwas, was dich erfreut, ja, vielleicht auch der Ausblick auf eine Reise hat so eine Strahlkraft und so was Positives, dass du hier gerade in so einem Flow bist, alles zu schaffen, was du schaffen möchtest, ja. Die Sonne ist auch im Tarot die beste, höchste und schönste Karte, ihr Lieben. Und natürlich kann es auch hier um eine Reiseplanung sein in den Süden, für den Sommer vielleicht schon. Denn für mich steht die ja auch immer für den Sommer, für Spaß, für Erfolg, für Erfüllung. Auch, dass etwas gesegnet ist, ja, eine Reise, ein Vorwärtskommen, etwas, das können im Übrigen auch gute Nachrichten sein, dass etwas gelingt, dass jetzt etwas auch schneller geht als gedacht. Das kann ebenfalls gut sein. Und du jetzt eben
möglicherweise die Möglichkeit hast, das Ganze zu vervollständigen, ja, oder abzuschließen. Denn der Tod, der sagt wieder, etwas endet, aber mit dem Tod, ihr Lieben, nicht erschrecken, ist das immer auch ein Neuanfang, also eine Wiedergeburt sozusagen, Ende von etwas. Und wie gesagt, mit der Sonne auch noch nebendran ist es ein gigantisches, tolles, erfolgreiches Ende. Ein Ende, was vielleicht tatsächlich jetzt auch schon ganz, ganz lange, wie sagt man denn, auf sich hat warten lassen. Ja, also dass jetzt etwas Zeit geworden ist zu beenden. Und dieses Zeit geworden dürfte tatsächlich fast ein bisschen wörtlich nehmen, denn ich habe hier wirklich den Eindruck, dass sich das Universum einschaltet. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 große Arkana-Karten. Das ist wirklich, wirklich richtig viel. Und ich glaube, da unten drunter liegen auch noch zwei. Mal schauen, ob wir noch mehr finden. Ja, zwei liegen auch noch hier drunter. Also das ist wirklich immens viel. Und die große Arkana, das ist immer Sachen, die dann auch so sein sollen, die unabänderlich sind, unabwendbar, die sozusagen schicksalshaft sind, ja. In der Konstellation, ihr Lieben, finde ich es genial. So mit der Sonne kann das Schicksal gerne immer kommen. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, welche Meinung du darüber hast, aber meiner Meinung nach, so lasse ich mir das gerne gefallen, ja. Die Königin der Kelche, da kann es um eine Frau gehen. Entweder bist du das oder jemand in deinem Umfeld. Die Königin der Kelche steht für ein Wasserzeichen. In der Regel Wasserzeichen ist Krebs, Fische, Skorpion. Und kann natürlich auch dein Zeichen sein. Aszendent wäre auch möglich oder Mondzeichen. Es kann aber auch darum gehen, dass deine Intuition jetzt auf eine neue Stufe gehoben wird, dass hier ein Wandel dieser Emotionen, der Gefühle stattfindet. Ja, dass du hier einen, ja, ich habe fast den Eindruck, einen Swift erlebst oder erleben darfst. Ja. Die Königin der Kelche steht auch für eine Mutter im Übrigen oder einen Mutterersatz oder die Mutterrolle so allgemein. Eine fürsorgende, kümmernde Frau sozusagen. Die kümmert sich um alle, bloß nicht auch so, manchmal nicht so richtig um sich selber. Psst, ich habe jetzt nichts gesagt. Aber das ist einfach so dieses Wesen dieser Königin der Kelche, ja. Und die Königin der Kelche sagt auch aus, dass das hier wirklich auch die nahe Zukunft betrifft. Es kann jetzt sein, dass etwas erfolgreich vorangeht und in der nahen Zukunft, das muss jetzt nicht in der Woche sein, sondern vielleicht, das wäre Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, ihr wisst jetzt, Zeit ist fließend, kann es hier ein Ereignis geben und aufgrund dieses Ereignisses wird hier dann etwas positiv vorangebracht. Eine Information, eine Nachricht, etwas, wo es vorangeht mit dem Thema, ja? Oder eben tatsächlich, dass sich hier etwas abschließt bei einer Mutter, das kann auch sein, oder durch eine Mutter, das wäre tatsächlich auch möglich, und sich dann etwas ganz Neues zeigt. Die drei der Kelche kann sein, dass hier, also die drei der Kelche ist auch eine wunderschöne Energie. Überfluss, Freude, Vergnügen, da geht es um Party machen, da freut man sich. Das ist auch wieder wie fast alle Dreierkarten, dieses Zusammenhalten, Zusammenstehen.
Sich amüsieren, feiern, Feste, Verlobungsabschlussfeier, Hochzeit. Also hier ist auf jeden Fall ein Grund zum Feiern angezeigt. Und mit dem Gericht, na, ist das jetzt kein Popelfanz-Feiergrund, sondern das hier ist echt was richtig Wichtiges. Was, wie ich ja schon gesagt habe, schicksalshaft, was jetzt tatsächlich auch so sein soll. Ich habe fast den Eindruck, hier feiert das Universum mit dir. Weil sich hier jetzt etwas abschließt, ein neues Leben, eine Arbeitswunsch. Ich habe ja hier auch so ein bisschen Wunscherfüllungsenergie drinnen. Hier geht vielleicht ein Wunsch in Erfüllung und darüber bist du glücklich. Denn dieses Ende, das ist auf jeden Fall was Gutes, ja. Mit dem Gericht habe ich aber auch immer so die Energie von einer Erkenntnis da, von einem Erwachensprozess. Und ein Erwachensprozess ist etwas, wo dir vielleicht eine Idee kommt, eine Einsicht kommt. Auch der Stern spricht von dieser Einsicht. Und hier unten drunter ist der Eremit. Der zieht sich ja dann zurück, um gewisse Einsichten zu haben, zu bekommen. Der geht ja in die Selbstreflexion. Das ist auch gut möglich. Das ist so die unterliegende Energie. Da sage ich immer, hey, das kann sich hier noch mit im Hintergrund abspielen, ja. Und durch diesen Rückzug bekommst du hier vielleicht einige Erkenntnisse. Es kann aber auch gut möglich sein, dass hier eine intuitive Frau, Mutter, jemand, der im Wasserzeichen geboren ist, hier eine Vision hat, eine Sache äußert und die ist dann Grund und Thema für eine Erkenntnis, ja. Der Stern ist das Thema der Wunscherfüllung, das habe ich ja schon gesagt. Große Liebe, hier ist auch die Verbundenheit zum Universum zu sehen. Hier mit diesem Lichtschnur, mit dieser Verbindung nach oben. Und natürlich auch die Klarheit, Visionen, auch die Balance und dieses mit sich im Reinen sein, ja, mit den Gefühlen, die Gefühle hat man hier, dass hier auch irgendwelche Gefühle, die eine Belastung waren, die dürfen hier auch enden. Das kann Schuld, Scham, Wut, Ärger, das kann alles Mögliche sein, ihr Lieben, an Emotionen und Gefühlen. Und hier kommt eine neue Erkenntnis rein, ja. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Die 9 der Stäbe, auch interessant, dass die hier nochmal liegt. Da geht es um die Stärke. Da hast du schon ganz viele Kämpfe und Dinge überwunden, hinter dir gelassen, bist ein bisschen angeschlagen hier. Allerdings, guck mal, das ist eine Stabenergie und Stab ist immer der Wille. Stab ist auch für mich immer etwas voranzubringen. Energie, das ist eine ganz eigene Energie, etwas nach vorne zu bringen, etwas in die Umsetzung zu kriegen. Das ist die Feuerenergie. Ja, Feuer ist immer ja schnell, brennt gleich ab, wenn man das als Streichhölzchen sieht. Ja, aber das ist die Energie, die einen zündenden Funken geben kann, um etwas voranzubringen. Und ein Licht ist hier noch, ein Stab ist hier noch und du hast die ganzen Erfahrungen mitgenommen und weißt jetzt, wo du hin sollst, ja? Du weißt ganz genau, okay, die Anstrengung nehme ich in Kauf und dann schaffe ich das. Jetzt weiß ich, wie es geht, jetzt gehe ich voran, ja? Der König der Schwerter, der hier liegt, der ist ein ganz kluger Mann. Der ist klar, der ist strukturiert. Das kann auch eine Thematik von einem Tag sein. Ihr wisst ja, ne? Die Energien können sich ineinander mischen. Das können einzelne Tage sein.
und ihr habt diese Energie gerade. Es kann aber auch sein, dass diese Energien sich ineinander mischen und die ganze Woche gerade darstellen. Es ist auch möglich, also guck, was es bei dir ist. Der König der Schwerter kann natürlich eine Person sein, könnte ein Chef sein, der in dieser Energie ist. Das ist jemand, der klar ist, der strukturiert ist, der nicht viele Worte macht. Wenn er Worte macht, können die aber auch sehr präzise sein. Also nicht können, die sind tatsächlich sehr präzise, sehr kurz, sehr... Also das ist kein Freund von langen Umschweifen, langen Reden oder sowas oder von irgendwelchen Heimlichkeiten, sondern der ist klar strukturiert. Bei dem weißt du in der Regel, woran du bist. Und es kann aber auch die Energie sein, die du hier hast, ja. Dieses Klare, dass du jetzt weißt, wo es lang geht. Ist auch gut möglich, dass es deine Energie ist und du jetzt ganz zielgerichtet einen Punkt nach dem anderen bearbeitest oder abarbeitest. Das ist auch gut möglich, denn hier unten habe ich die Königin der Stäbe und die hat ja den guten Riecher für Geschäfte, ja. Die ist absolut aktiv und eine sehr anziehende Frau, eine sehr leidenschaftliche Frau, die aber weiß, was sie will, die auch überhaupt kein Problem hat, im Rampenlicht zu stehen. Das ist für mich auch eine Frau, die wuppt alles, ja. Ob das Familie ist, Job, Beruf, Haushalt, die managt und organisiert alles und ist dann immer noch fit und gut drauf, also, und das ist die Energie, die dem Ganzen zugrunde liegt, was ich genial finde, was nochmal bestätigt, dass in der Woche ganz viel vorangeht. So, und jetzt nehmen wir noch, um genauere Einblicke zu bekommen, meine Karten dazu. Und dann hätte ich jetzt gerne für den Wagen und die 10 der Stäbe jeweils eine Karte. Bitte schön, bitte jeweils eine Karte für den Wagen und die 10 der Stäbe. Ja, da haben wir es doch schon. Und da kommt eine wohlgesonnene Frau. Freundin, Ärztin, Anwältin, Mutter, da haben wir sie wieder. Schwiegermutter, Stiefmutter, Nachbarin, Tante. Geht voran. Da geht etwas voran. Moment, ich mache euch das mal ein bisschen anders. Wir machen das so. Also definitiv, diese Frau ist entweder in dieser Siegesposition oder diese Frau bringt bei dir etwas voran. Das kann auch gut möglich sein. Und kleinen Moment, ich schiebe das Ganze mal ein bisschen rüber, dass ihr das noch ein bisschen besser seht. Ja, das gefällt mir doch viel besser. Und die 10 der Stäbe, da geht es um die Unabhängigkeit. Schaut mal, irgendeine Belastung, die mit dem Thema Unabhängigkeit zu tun hat, selbstständig sein oder sich selbstständig machen oder werden. Und ihr Lieben, selbstständig sein, machen, werden bezieht sich nicht immer nur auf das Thema Arbeit, möchte ich nur dazu sagen, ja. In die Handlung kommen, unabhängig von Emotionen. Ja, guck mal an. Unabhängig von Emotionen haben wir genau hier liegen, ja. Dass hier Emotionen enden. Bei einer Mutter oder wegen einer Mutterschaft. Da kommt jetzt... Okay. Sorry, ich muss jetzt lachen. In wenigen Monaten. Ich wollte jetzt gerade, habe ich so überlegt, für die Sonne braucht es eigentlich überhaupt keine Karte. Und dann kam jetzt im hohen Bogen, ihr habt es gesehen, die Karte raus. Also in wenigen Monaten, 1 bis 4 Monaten, ist hier etwas angezeigt, was der Auslöser passiert hier in dieser Woche. Aber das Ergebnis, ihr Lieben, werdet ihr in 1 bis 4 Monaten erst sehen, okay?
Finde ich hochspannend, ganz ehrlich, finde ich hochspannend. Bitte eine Karte für die Nummer 13, Tod und Wiedergeburt. Eine männliche Hauptperson, ein Wunschpartner kommt hier rausgejumpt. Okay, damit wirst du am besten wissen, um was es geht. Und die wollte ich ja auch raus. All eins sein. Panik, Einsamkeit, Angst, etwas nicht zu schaffen, keine Hilfe haben. Oh, da kommt mir gerade rein, die ein oder andere von euren Freundinnen oder Mutter könnte da eine Begegnung haben mit einem Wunschpartner und das dürfte ihr ein kleines bisschen wie sag ich es denn? Den Kopf verdrehen lang nicht. Also die kriegt ein bisschen Panik hier, ja? Die kriegt richtig Angstzustände, weil hier etwas passiert, was er eigentlich nicht wollte. Jedoch absolut gut ist. Ich könnte ja schon wieder lachen, was das Universum sich hier bereitlegt. Also, ihr Lieben, das ist wahrscheinlich etwas, was wir erst so in 1 bis 4 Monaten abschließend sehen werden. Was kommt hier bei den 3 der Kelche? Oh, die 3 der Kelche und das Gericht, da kommt eine Karte und da kommt der Lehrer. Wissen vermitteln, Seminar halten, unterrichten, lehren. Es ist gut möglich, dass man hier in einem Kreis zusammen etwas lernt, Einsichten kommen oder Aussichten, Erkenntnisse. Wir haben sie hier mit den Erkenntnissen gehabt, ja, die man dann auch zusammen, also ihr Lieben, ich kann ja nicht ausschließen, kommt mir gerade so, dass das auch in einem Freundeskreis von dir bei 3 Frauen vorkommt. Kann ich jetzt nicht ausschließen, dass diese Energie sich ziemlich ausbreitet hier. Wie ich ja gesagt habe, das ist eine Hammer-Energie hier, ja. Die 3 Karten alleine schon zusammen, da geht richtig etwas voran. Uiuiui, jetzt bitte für den Stern eine Karte, worum es dann noch geht, eine Erklärung, eine Ergänzung. Oh, in wenigen Wochen, 1 bis 4, also in 1 bis 4 Wochen kommen Erkenntnisse oder unerwartete Hilfen. Das kann auch eine Einsicht sein, haben wir ja schon gehabt, eine Klarheit oder eine Vision kommt da. Das kann auch sein, vielleicht aufgrund dieser Vision ist hier eine Reise anzutreten, kommt mir gerade. Oder natürlich auch umgekehrt, ihr wisst ja, es geht immer in beide Richtungen. Du machst hier eine Reise und aufgrund dieser Reise hast du dann in dieser Woche eine Vision und das könnte zum Beispiel dann der Donnerstag sein. Spannend, spannend, spannend. Die 9 der Stäbe, bitte. Und da kommt eine rausgepurzelt. Die Täuschung, die Wahrheit nicht erkennen oder sehen können oder wollen. Die Täuschung kann sich jetzt auf dein Ziel beziehen, dass du dich da täuscht, dass du dich daran festklammerst sozusagen. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Universum hier was viel, viel Schöneres mit dir vorhat und das Ziel wo ganz woanders hingeht und das ist diese Täuschung. Aber du dich hier so ein bisschen aufgrund dieser Verletzungen, aufgrund dieser, ich sag mal, das sind ja weniger Verletzungen, das sind einfach auch Anstrengungen, ja, oder Erfahrungen oder natürlich auch Fähigkeiten, die du hier bekommen hast, und hältst dich jetzt an etwas fest, meinst, das ist der richtige Weg und
Tja, aber mit der Täuschung hier erkennst du was nicht. Und es ist wichtig, das zu erkennen. Schau, du schaust ja auch hier rüber, ne? Ah, aber wisst ihr, was ich gerade sehe? Das ist sehr spannend. Guck mal, die hat die Augen zu. Siehst du das? Die hat die Augen geschlossen. Das ist ja interessant. Also, es geht darum, etwas zu erkennen, ihr Lieben. Krass, krass, krass. Schön, schön, schön. Bitte den König der Schwerter. Der Liebeskummer. Ach, sehr schön. Du hast es geschafft. Gratulation. Das ist genau die Energie. Also dieser König der Schwerter kann der Gegenstand dieser Woche sein, kann ich nicht ausschließen. Oder dieser König der Schwerter, wer auch immer das ist, hat einen Liebeskummer besiegt in dieser Woche. Ist auch möglich. Durch eine Information, durch eine Einsicht, vielleicht war hier ein Seminar, ein Unterricht oder ein Lehrer beteiligt. Das alles hier ist denkbar und möglich. Meine Lieben, ich bin ganz happy über diese Woche, ganz ehrlich. Schreibt mir gerne einen lieben Kommentar. Ich freue mich da richtig drüber. Das Einfachste, was ihr machen könnt, einen Daumen nach oben, wenn euch die Legung gefallen hat. Und natürlich freue ich mich wie Bolle, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann verpasst ihr auch keine Wochenlegung mehr. Die werde ich jetzt in diesem Format weiter behalten. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles, alles, alles Liebe. Habt eine fantastische Woche und bis bald. Ciao.